Dynamo TV wird präsentiert von Verticalis, der Spezialist für seilunterstützte Höhenarbeit, Industrieklettern und Höhenrettung. Lou, Glückwunsch zum Sieg. Wie hat es heute angefühlt, hier im Rudolf-Harbig-Stadion zu gewinnen? Ja, sehr, sehr schön, würde ich sagen. Nach einer kleinen Durchstrecke, die wir hatten, war der Dreier natürlich sehr, sehr wichtig. Und vor den eigenen Fans zu jubeln, das hat uns, glaube ich, allen gut getan. Oh, brutal gut, brutal gut. Es war ein hartes Stück Arbeit. Ich denke, wir haben richtig gefightet, wieder 90 Minuten. Eine super Energie auf dem Feld gehabt und ja, am Ende, denke ich, verdient gewonnen. Ja, es ist fantastisch, das Gefühl, wieder einen Sieg einzufahren, der so wichtig war und wir uns einiges vorgenommen haben, auch in den letzten Spielen, dass wir alles nicht irgendwie ummünzen konnten, hatten können und ja, es fühlt sich einfach super an und wir genießen jetzt erstmal den Moment. Wie wichtig war dieses 2:1 heute nach den Durststrecken der letzten Wochen? Ja, enorm wichtig, ich glaube auch eine turbulente Woche bei uns im Verein. Wir haben aber immer gesagt, wir können nur das beeinflussen, was heute hier Abend 19 Uhr passiert. Und ich glaube, über die Art und Weise, wie das Ergebnis dann auch zustande gekommen ist, ein sehr emotionaler Sieg, ein sehr wichtiger. Das ist auch zu erwähnen und dann ist erstmal viel abgefallen. Aber wir wissen auch, Spiel für Spiel, auch wenn sich das immer nach Floskeln anhört, aber das war heute wieder diese Mannschaft, wie ich sie kenne. Du machst das Ding da nach 8 Minuten vorm K-Block rein. Was geht da in einem vor? Erstmal Erleichterung und dass man auch nach Worten, die man geäußert hat und die nicht bloß in den Medien, sondern auch in der Kabine, die klar besprochen wurden, dass man vorangeht. Und da haben wir 11 Leute, die vorangehen und das fordere ich von jedem ein. Und nicht bloß erzählen, machen. Und dieser Druck, der auch abgefallen ist mal in dieser Situation, diesen Flow, es ist ausverkauftes Haus in unserer Situation, nach unserer Performance eigentlich nicht selbstverständlich, aber auch das wieder ist Dynamo Dresden, da muss man den Hut ziehen vor den Fans, denen einen Teil zurückzugeben und das war uns heute ganz, ganz wichtig. 31.000 hier heute im Stadion, das war schon seit einer Woche ausverkauft, diese Partie, die haben euch gepusht bis zum Ende, das hat man richtig gespürt. Wie überträgt sich diese Energie auf euch? Ja, man merkt ja, also was da an Emotionen runterkommt, das kannst du nur aufsaugen. Du bist direkt im Spiel, es pusht dich nach vorne. Es ist enorm wichtig für uns, dieser Rückhalt. Ja, ich glaube, das ist kein Geheimnis, dass die Fans uns die ganze Saison schon über sehr, sehr unterstützen, dass das Band zwischen Fans und Mannschaft immer noch intakt ist, auch in schwierigen Zeiten. Ich glaube, das hat man heute gemerkt und genau in solchen Momenten brauchen wir auch die Fans. Wenn es nicht so einfach ist, wenn wir, ja, ich will nicht sagen, Rücken zur Wand stehen, aber wenn wir einfach die Unterstützung brauchen, ich glaube, das haben die Fans gespürt und die waren für uns da. Du bist nach einer guten Stunde in die Partie gekommen, hast viel Tempo reingebracht und dann den entscheidenden Treffer versenkt. Wie hat sich das angefühlt, dass der Ball da über die Linie gegangen ist? Ja, ist natürlich immer ein schönes Gefühl, Tore zu schießen, gerade für Offensivspieler und ja, freut mich, dass ich der Mannschaft helfen konnte heute. Ihr habt gefightet bis zum Schluss und es sah schon wie in den letzten Heimspielen auch danach aus. Ihr wart drückend überlegen, heute ist aber der Knoten geplatzt. Woran hat es gelegen? Ja, weiß nicht, der unbedingte Wille, aufs Tor zu schießen und wir haben es einfach versucht. Ja, gegen Halle war es jetzt nicht so gut, da war es einfach vom Kampf her ein bisschen zu wenig. Heute wussten wir, okay, wir müssen einfach irgendwas erzwingen und das mit Kontrolle, mit Kopf und nicht vogelwild. Und das haben wir heute geschafft. Wir haben an uns geglaubt und am Ende wurden wir belohnt. Also es war in den letzten Heimspielen immer schon so, dass wir eine super Energie auf dem Platz hatten, super gefightet haben bis zum Ende. Da hat dann am Ende ein bisschen was gefehlt. Das Glück hatten wir heute. Ich bin einfach überglücklich, dass es heute geklappt hat mit dem Dreier. Ja, ich glaube auch mit dem Willen, wie man sich reingeschmissen hat, gerade zum Ende hin auch Tore zu verteidigen, unser Tor zu verteidigen. Und ich meine, klar, wir haben viel diskutiert über Chancenverwertung. Ich glaube, auch heute hatten wir nochmal Chancen zum 2 und 3 schon in der ersten Halbzeit, bevor dieser bevor der Gegentreffer kam. Das war heute auch viel Mentalität und viel Wille. Das ist das, was wir haben in den letzten beiden Auswärtsspielen vermissen lassen. Das war nicht unsere Mannschaft, so kennen wir uns selber nicht. Wir wollen das Gesicht zeigen, was wir heute präsentiert haben. In der Nachspielzeit hast du nochmal eine spektakuläre Parade ausgepackt und diesen Ball da rausgekratzt vorm K-Block. Was ging dir da durch den Kopf? Ja, dass ich meine Füße sortiere, dass ich nicht wegrutsche und ich wusste, dass ich den Ball halten werde. Wird heute besonders gefeiert in der Kabine? Das müsst ihr den Stefan fragen, der ist da immer federführend, was das angeht. Aber ich denke, ein bisschen feiern nach den letzten Wochen haben wir uns verdient. Was sagst du?
Ja, ich habe sie ja erstmal von ihren Läufen nach dem Spiel da befreit, dass wir das morgen dann zusammen machen können. Die Frage, wer was mittrinken möchte. Ja, gibt ja leider nicht mehr so viele, aber wir werden heute den Sieg genießen, wissen aber morgen schon, dass das nächste Woche das nächste schwere Spiel ansteht. Und deswegen ist nicht bloß dahergesagt. Morgen ist Training ganz normal. Da werden wir uns das angucken, was heute gut und schlecht war. Aber den Abend werden wir noch genießen. Danke dir.